Hi Leute, hallo YouTube. Das wird ein kleines Spezialvideo für den Henk vom Kanal Knife Collector 031 The Netherlands. Und zwar die Hintergrundgeschichte zu diesem Video ist, der Henk hatte letztes Jahr bei meinem ersten Giveaway hatte er den dritten Platz gemacht und hatte einen Backspacer-Umbau gewonnen. Nun hatte ich aber letztes Jahr viel um die Ohren und so ist das jetzt leider erst zum Tragen gekommen, dass ich fast ein Jahr später dem Henk den Backspacer gebastelt habe. Henk war da aber auch so cool und hat gesagt, lass dir Zeit, alles cool, eilt nicht, weil er hatte ja auch noch viel um die Ohren mit der Organisation auch von dem Bladestock Messershow in Holland. Und Henk hatte dann halt gesagt, wie gesagt, lass dir Zeit und ist jetzt fertig geworden, Henk. Bladestock ist vorbei. Ich kann dir das Messer nächste Woche wieder rumschicken und ich wollte dir das einfach nur mal zeigen, kurz in die Kamera halten, was ich da gebastelt habe. Also Henk hat mir sein Benchmade Crooked River vorbeigeschickt und ist mein erstes Benchmade, was ich je in den Händen gehalten habe. Und das ist eigentlich eine gute Perspektive. Also so hat es eigentlich mal ausgesehen, wenn ihr den hinteren orangen Backspacer da so seht. Also so hätte das Messer original oder so wird das original aussehen mit diesen orangen Stacheln obendrauf. Und Henk wollte das nicht mehr. Obwohl eigentlich für einen Niederländer, für einen Holländer ist das eigentlich, Oranje ist ja eigentlich die Farbe. Ne? Aber kann ich gut verstehen, das sieht einfach an so einem Messer, an so einem hochpreisigen Messer, sieht es einfach zu poppig aus, wenn man da so ein neon-oranges Stück Plastik hinten als Backspacer hat. Kann ich gut verstehen. Ja, wie gesagt, Henk hat dann gesagt, bau mir da doch bitte einen Holzbackspacer, du hast da freie Hand, kannst machen, was du möchtest. Ja, schwierige Aufgabe erstmal für mich, weil ich musste erstmal das passende Holz finden. Das war erstmal gar nicht so einfach, weil Packerholz hatte ich nicht vorrätig, dieses Packerholz. Weil das wächst jetzt nicht. Packerholz ist jetzt nicht, dass das vom Packerbaum kommt. Also viele Leute werden das wahrscheinlich da gar nicht so genau wissen. Deswegen erkläre ich und erläutere ich das jetzt mal kurz. Und zwar Packerholz ist eigentlich nur ein Schichtholz, was quasi künstlich geschichtet wird, mehr oder weniger, und wird dann verpresst unter Druck mit Kunstharz. Und so entsteht dieses strapazierfähige, harte Holz, was oft benutzt wird auch also für Kochmesser oder für Outdoor-Messer wird das häufig verwendet. Selbst wenn ihr euch ein Backmesser kauft, so diese klassischen mit diesem Messingbacken, da ist meistens auch Packerholz wird da verwendet. Ja, ich hatte wie gesagt kein Packerholz zur Hand, musste halt gucken, dass ich dementsprechend, weil ich die Farbe ja auch so ein bisschen beibehalten wollte, und hatte dann erst im Sinn, da wirklich ein Bongossi-Holz zu nehmen. Aber ihr könnt ja selber sehen, also der Braunton stimmt schon mal überhaupt nicht und diese weiße Maserung passt einfach nicht zu diesem Messer. Und da hatte ich das Glück, vor ein paar Jahren hatte ich ein Badezimmer hier auseinandergenommen bei mir und da hatten die diese Holzstücke, die ich hier jetzt in die Kamera halte, das war eigentlich mal ein Handtuchhalter. Also ich demonstriere das mal. Die rechte Hand ist jetzt quasi ist jetzt das Gelenk und das konnte man dann halt so bewegen, die zwei Stangen, und konnte dann halt seine Handtücher hier drauf aufhängen. Also so fing das mal eben Badezimmer mehr oder weniger. Und ich fand diese Maserung eigentlich ganz klasse. Erinnert so ein bisschen an, ich sag mal, an Wüsteneisenholz. Obwohl ich denke nicht, dass das Wüsteneisenholz ist, sondern ich gehe davon aus, dass das eine Art Palisander ist. Welche Art Palisander kann ich euch jetzt auch nicht genau sagen, weil es gibt da verschiedene Arten Palisander. Da gibt es Santos Palisander, Amazonas Palisander und Honduras Palisander. Also das geht so ins Unermessliche, diese Palisandersorten. Und passte aber, wie ich finde, ganz gut zu dem Benchmade, zu dem Packerholz. Also kann man es ja eigentlich ganz gut sehen. Also so von der Maserung und von der Farbe her habe ich gedacht, ach, das passt wunderbar. Und da habe ich dann einfach ein Stück davon genommen. Garantiert 40 Jahre alt, weil das Badezimmer wirklich 40 Jahre alt war. Also auch diese Handtuchhalter sind garantiert 40 Jahre alt. Also kriegst du was richtig Schönes Altes an so einem relativ neuen Messer, Henk. Und da ist er nun, der Backspacer aus diesem Palisanderholz.
Das Design ist so ein bisschen angelehnt an das Original mit der Riffelung. Ich sage jetzt mal Jimping dazu, obwohl es ja eigentlich kein Jimping ist, weil vom Jimping her ist es einfach zu glatt, wenn man es in der Hand hält. Also ist kein Jimping, was irgendwie Halt verleiht. Ne? Also man hat zwar hier so die einzelnen Kugeln drin, aber da ist jetzt nicht wirklich, ist jetzt kein Grip, kein Jimping. Aber ich fand das halt optisch, fand ich das halt besser so, weil ich hätte den natürlich auch ganz glatt machen können, also ganz smooth, dann hättest du nicht so ein Muster da drin gehabt. Und fand das so aber gelungener mit diesem leichten Jimping da drin. Leider ist das ein bisschen dunkel geworden, das Holz. Das bitte ich doch zu entschuldigen. Also die Kamera macht das auch extrem dunkel, aber man kann sehen, das ist wirklich dunkelbraun. Also das ist jetzt, das sieht auf dem Kamerabild eher schwarz aus, hier in dieser Full-HD-Auflösung, aber das sieht im echten, also im echten, ja, mit dem Auge betrachtet, in Natur sieht das nicht ganz so schwarz aus. Das ist auf jeden Fall, sind da braune Linien, sind da durchzogen. Also ich versuche das mal so ein bisschen einzufangen. Ich glaube, das wird mir aber auch nicht gelingen. Der sieht auf jeden Fall dunkler aus auf dem Kamerabild, wie er doch eigentlich ist. Hinten natürlich klar, da ist er nun mal dunkel, weil das ja hier die Schnittkante ist von dem Holz. Passt aber super, wie ich finde, zu dem Packerholz, was hier auch dunkel ist. Und vor allen Dingen zu der schwarzen Hardware, also sprich zu dem schwarzen Clip, zu den schwarzen Schrauben und auch zu den schwarzen Maserung. Ich halte das mal so rum. Auch zu der schwarzen Maserung passt das eigentlich ganz gut, wie ich finde, von der Farbe her. Ach so, genau, hatte ich noch ganz vergessen. Und zwar, der Original Backspacer hat hier so ein halbes Loch. Und zwar konnte man dann halt im, wenn der Original Backspacer drin war, da konnte man halt immer hier hinten diese Schraube konnte man sehen oder diesen Bolzen von dieser Schraube, wenn das Messer geöffnet war, so wie es jetzt ist, konnte man hinten, ne, schön in dem knallig Orangen konnte man halt immer schön dieses schwarze Stück Metall sehen von dieser Schraube. Das habe ich dir weggemacht, Henk. Und zwar ist das jetzt reines Holz, wie du sehen kannst, hier hinten drin. Also da ist jetzt nichts mehr, was du siehst jetzt diesen Bolzen hier nicht mehr in das Heft von einem geöffneten Messer. Und brauchst auch keine Angst haben, die Klinge, die stößt nicht auf den Backspacer, weil das ist wirklich sehr, sehr knapp. Also im Original, ich kann das ja mal kurz so zeigen, Original ist das, glaube ich, habe ich eine ruhige Hand heute? Ja, eigentlich ja. Und zwar liegt das Messer so in einem geschlossenen Zustand, liegt das im Heft. Und wie gesagt, ich habe da ein Stück Holz ein bisschen übergelassen quasi, dass man das halt nicht mehr sieht, das, den Bolzen. Ja, Henk, vielen, vielen Dank für das Gottvertrauen und für das tolle Messer, auch das Feeling mal zu haben, ein Original Benchmade-Messer hier zu haben, ist mein erstes, muss ich auch mal sagen an dieser Stelle, mein erstes Benchmade oder Original-Benchmade und das läuft wirklich wie eine 1, also der Access-Lock ist wirklich Bombe, also ich habe da nichts dran gemacht, Henk, also wirklich super Teil, kann ich da nur Glückwunsch sagen, wirklich ein tolles Messer. Ich hoffe, es gefällt dir natürlich, dieser Backspacer. Also probier den mal aus. Wenn dir der nicht gefallen sollte, farblich oder mit den Rillen oder keine Ahnung, dann melde dich einfach und wir werden eine Lösung finden und ich baue dir gerne noch was anderes, wenn du das denn möchtest. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sag mal, bis denn. Ciao.